Einen schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, euch zu unserem heutigen E-Seminar zum Thema Systemsplit des europäischen Verbundsystems. Was lernen wir daraus für die Energietransformation begrüßen zu dürfen? Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Sarah Lehmann und ich bin Sprecherin des VDE Youngnet. Der VDE setzt sich als Mission VDE für eine lebenswerte Zukunft. Doch wie kann eine Zukunft im Kontext des Klimawandels überhaupt aussehen und tun wir genug, um eine lebenswerte Zukunft überhaupt noch zu erleben? Und einer unserer Grundpfeiler unserer westlichen Zivilisation momentan ist ja die permanente Versorgung mit Energie und dass wir uns als Endverbraucher eigentlich keine Gedanken darum machen müssen, wie diese zu jeder Zeit ausreichend zur Verfügung steht. Doch am 8. Januar diesen Jahres kam es zu einer Systemausspaltung des europäischen Verbundsystems. Wie konnte es dazu kommen und was bedeutet das im Einzelnen? Ich freue mich sehr, dass Herr Professor Dr. Christian Rethans heute für uns Zeit gefunden hat, diese Fragen für uns näher zu beleuchten. Nach erfolgreichem Studium der Elektrotechnik absolvierte Herr Professor Rethans seinen Doktor ebenfalls an der Universität Dortmund und wechselte für seine Habilitation an die ETH Zürich. Anschließend war er einige Jahre für ABB tätig. Seit September 2011 leitet er das neu gegründete Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft der Technischen Universität Dortmund und ist Dekan der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich von Energieübertragungssystemen mit den Schwerpunkten der Integration neuer Komponenten und umfassen unzählige Publikationen, 4 Bücher und einige Patente. Diesmal nur als einen kleinen Ausschnitt. Herzlich willkommen, Herr Professor Rethans. Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich erstmal eingeladen wurde, freue mich, dass ich ja hier sein darf, kann man auch nicht so sagen, aber auf diesem Kanal und dass vor allem so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind. Jetzt weiß ich gar nicht, wo Sie überall herkommen, was so Ihr Background ist. Also von Elektrotechnik gehe ich mal aus. Wie viel Sie über Energiesysteme wissen, weiß ich nicht, aber ich denke, auch da werden Sie einiges an Wissen schon mitbringen. Wenn hinterher einiges unklar ist, dann fragen Sie einfach über den Chatkanal, dass wir da hinterher noch drüber sprechen können. Ja, System Split. Die Frage immer, was passiert, wenn so ein Verbundnetz auseinanderbricht? Und gucken hier, zunächst hier so ein kleiner Haftungsausschluss vorweg. Also das, was ich jetzt gleich erzähle über den System Split, das sind also Analysen aus öffentlich verfügbaren Quellen, unterschiedlichen, aber es sind natürlich ist nicht jetzt der Abschlussbericht dessen, was da wirklich passiert ist, weil der ist noch in der Erarbeitung. Die Netzbetreiber werden einen offiziellen Abschlussbericht bringen und ich habe jetzt einfach quasi Dinge nur aus sekundären Quellen zusammengestellt. Also es kann natürlich sein, dass bestimmte Informationen vielleicht auch unvollständig sind, es werden Annahmen getroffen, vielleicht auch Vermutungen jetzt von mir als Fachexperten getroffen, die nicht unbedingt 100% zutreffen für das, was wirklich geschehen ist. Wir sind also in so einer Analysephase, aber das macht es auch ganz spannend, einfach, dass man wirklich anhand von wirklich schon öffentlichen Informationen, auch Messwerte, die öffentlich im Internet zur Verfügung stehen, doch durchaus sehr viel herausfinden kann und auch den Netzbetreibern ziemlich auf die Finger gucken kann. Also es geht auch darum, eben die grundlegenden Problematiken aufzuzeigen und eben gar nicht so das ganz genau exakte Geschehen jetzt, wer war verantwortlich und so weiter festzulegen, weil das ist natürlich hinterher auch eine juristische Sache, eine Haftungsfrage, eine Versicherungsfrage, alles, was dahinter steckt. Also von daher würde ich mich davon freimachen, weil das bedürfte natürlich viel eingehender Detailanalysen, Befragungen von Personen und so weiter. Nur, dass das eingeordnet ist. Ja, zunächst also zu diesem End-to-End-System-Split am 8. Januar. Was ist passiert?
Und dann das Thema Systemdienstleistungen und dann eben weitere Herausforderungen. Das sind so Sachen, auf die ich eingehen möchte, weil die Frage ist natürlich einerseits, was ist jetzt passiert? Aber dann die Frage, passiert das in Zukunft wieder? Was kann man tun, dass es nicht passiert? Oder wird in Zukunft gar, wenn wir mehr erneuerbare Energien haben in einer ähnlichen Situation, das System komplett in den Blackout fahren? Weil das ist natürlich die Frage, die irgendwo im Raume steht. Und das waren auch Fragen, die mir im Anschluss unterschiedliche Journalisten gestellt haben. Liegt das nicht gar alles schon an den Erneuerbaren, dass da irgendwo das System auseinandergeflogen ist und wird es nicht übermorgen dann komplett dunkel? Ja, es gab am 8. Januar eine recht unspektakuläre Pressemitteilung, muss man jetzt gar nicht so direkt vorlesen, aber da kam einfach nur zwischen 14.05 Uhr und 15.08 Uhr war das europäische Verbundsystem in zwei Teile zerlegt, eine nordwestliche Region, eine südöstliche Region. Hier steht dann was von Frequenzabfall auf 250 Millihertz von den normalen 50 Hertz und dass weitere Analysen folgen. Und dazwischendurch ist dann oder danach ist jetzt irgendwann nochmal ein bisschen nähere Information gekommen, aber so wahnsinnig viel näher war da eigentlich gar nicht. Wir haben also hier dieses Kerngebiet des EnsoE-Systems. Da gibt es natürlich dann noch Kabel Richtung UK und Skandinavien, aber hier die synchrone Verbundzone, die ja mit 50 Hertz betrieben wird, was ein großes zusammenhängendes System ist. Das muss man sich ja immer vor Augen führen. Wir sitzen europäisch hier stromversorgungsmäßig in einem Boot. Das ist komplett zusammengewachsen, das System. Und das macht ja auch Sinn. Und das macht einerseits Sinn, um Handel zu treiben, um Strom auszutauschen. Aber das war ja gar nicht der ursprüngliche Grund, warum man das Netz so weit gezogen hat, sondern es ist eigentlich genau für Situationen, dass irgendwo mal ein Kraftwerk ausfällt und alle anderen Kraftwerke dann einspringen. Und das ist natürlich auch etwas, wenn wir jetzt aber Handel treiben wie hier, dann gibt es bestimmte großräumige Leistungsflüsse. Und in dem Moment, wo natürlich das System dann aus irgendwelchen Gründen in Teile zerbricht, sind diese Leistungsflüsse unterbrochen. Und das bedeutet, es gibt eine Region, in der dann Leistung fehlt und eine Region, in der dann zu viel Leistung vorhanden ist. In diesem Falle war es so, also es gab sicherlich so als Grundsituation zu der Zeit Kältewelle in Spanien. Und da wird dann viel mit Strom geheizt. Von daher gab es ein bisschen mehr Import Richtung Spanien. In der Türkei am anderen Ende gibt es Wasserkraftwerke, die exportieren dann auch gerne mal. Und das bedeutet, man hatte grundlegend so einen Ost-West-Fluss, der jetzt aber nicht außergewöhnlich groß war. Also der war sicherlich schon also hoch von der Marktsituation her, aber es war jetzt nicht unbedingt eine völlige Extremsituation. Das kann man eigentlich festhalten und eben auch auf die Frage, hat das irgendwas mit Erneuerbaren zu tun? Also zu diesem Zeitpunkt waren eigentlich sehr, sehr viele konventionelle Kraftwerke auch im Betrieb. Es war aber insgesamt auch keine extreme Starklastsituation. Also eigentlich hätte das betrieblich beherrscht werden können. So, jetzt ist das System hier auseinandergebrochen. Und diese Flüsse von Ost nach West waren also signifikant. In dem blauen Gebiet fehlte Leistung und im roten hatte man einen gewissen Überschuss. Wenn man sich das auf der Karte nochmal anguckt, die EnsoE-Karte hier im Großen mit all den ganzen Netzen hier, die obersten Netzebenen, 380 kV, 220 kV und diesen Split hier durchlegt, dann kann man da natürlich mal hereinzoomen und schauen, ja, welche Leitungen oder wie viele Leitungen waren das denn wohl, die das hier betroffen hat. Und wenn man das tut, dann... Und das ist eben aus der weiteren Veröffentlichung dann auch irgendwo gekommen, dass man sagt, also das auslösende Ereignis war das Auslösen einer Sammelschienenkupplung durch einen Überstromschutz in Kroatien. Und das bedeutet, dass irgendwo, es müsste ungefähr irgendwo hier gewesen sein, ich weiß nicht, welche Schaltanlage genau das war, dort kommen zwei Leitungen rein, gehen an eine Sammelschiene, die ist mit einer anderen Sammelschiene gekoppelt, da gehen dann Leitungen wieder raus und die sind erstmal miteinander verbunden und bilden damit in diesem Netz eben einen Netzknoten. Und wenn ich diese Kupplung jetzt auftrenne, und zwar auf die Art, wie das getrennt wurde, dass die nördlichen Leitungen noch zusammenhängen an einer Sammelschiene
und die südlich rausgehenden Leitungen an einer anderen Sammelschiene hängen und ich dazwischen aufmache, zerfällt das natürlich in zwei Netzknoten und der Fluss von Nord nach Süd oder beziehungsweise von Süd nach Nord in diesem Fall kann eben nicht mehr dort durchgeleitet werden. Ja, und was dann natürlich passiert ist, diese Leistungsflüsse über diese Schaltanlage gehen nicht mehr. Das verlagert sich sofort auf alle benachbarten Leitungen. Und dadurch, dass hier eben dadurch quasi ja zwei Leitungen mit zwei anderen nicht mehr gekoppelt waren, sind ja auch gleich zwei große Leitungen weg, und zwar 380 kV-Leitungen. Und wenn man sich jetzt hier anguckt, was an dieser entlang dieser blauen Linie so an Leitungen ist, ja, dann sind also die ursprünglichen zwei 380 kV-Leitungen hier getrennt worden, weg. Und vier weitere sind dann ausgefallen und der Rest ist 220 kV. Und da kann man natürlich nicht so viel Leistung übertragen. Also es hat in Folge dann eben vier 380 kV und sieben 220 kV Leitungen rausgehauen. Also das müsste es ungefähr sein. Ich weiß nicht, ob es vielleicht acht waren oder wie genau. Aber das ist so das, was man hier abschätzen kann. Und der Punkt ist natürlich, die Frage ist zunächst mal, warum ist überhaupt eine Sammelschienenkupplung mit einem Überstromschutz ausgestattet? Wenn man sich in deutschen Netzbetreibern umguckt, die haben das gar nicht, weil im Prinzip ist natürlich ein Überstromschutz bei einer Leitung, schützt die Leitung, dass sie nicht zu warm wird. Weil wenn die Leitung dauerhaft oder länger einen zu hohen Strom führt, wird sie warm, die Leiterseile längen sich, die gehen zu weit runter und wenn die dann zu heiß werden, dann werden die auch nachhaltig geschädigt. Also um dieses Betriebsmittel zu schützen, Leitung hat man einen Überstromschutz. So eine Sammelschienenkopplung muss natürlich eigentlich so ausgelegt sein, dass sie alle Leitungen, die man da dran schalten kann und die irgendwelche Ströme haben, dann auch führen kann. Und auch Ströme, die mal außergewöhnlich groß sind. Das muss also eben ein Betriebsmittel sein, was so ausgelegt ist, was man für sich normalerweise mit einem Überstromschutz gar nicht ausstattet. Und das ist jetzt die Frage, warum gab es da einen Überstromschutz? Und die Frage ist, warum ist der überhaupt ausgelöst? Weil, und das ist etwas, das ist soweit jetzt auch einfach nicht bekannt, weil es erstmal offenkundig hat es nirgendwo einen Kurzschluss gegeben, der dann zu einem sehr großen Strom geführt hat, der das ausgelöst hat. Es hat vielleicht irgendwo anders im Netz einen Ausfall gegeben, aber üblicherweise ist so ein Netz ja N-1 sicher. Man sagt also, die erste Störung, die auftritt, irgendwo eine Leitung fällt aus, sollte nicht zu Folgeauslösungen kommen. Also wenn irgendwo was ausgefallen ist, sollte dieser Überstromschutz eigentlich keine Folgeauslösung sein. Wenn dieser Überstromschutz aus irgendeinem Grunde aber das erste Ereignis war, was fehlerhaft reagiert, der hat geöffnet, obwohl er das nicht hätte machen sollen, dann hätte dieses wiederum natürlich auch, wenn es N-1 sicher gewesen wäre, das Netz, nicht zu weiteren Folgeauslösungen und nicht zum Split führen. Und das ist etwas, das ist auch fraglich. Warum, was war wirklich das erste Ereignis? Was ist da passiert? Und warum war das auch nicht in der Netzsicherheitsrechnung drin? Weil für so ein gesamtes Gebiet gibt es solche Security Center, die im Prinzip Netzsicherheitsrechnungen durchführen, die sich immer wieder für die Stunden des Tages die Situation anschauen und dann dementsprechend rechnen, was passiert, wenn einzelne Störungen auftreten, einzelne Betriebsmittel ausfallen, kommt es zu Folgeauslösungen und wenn ja, sieht man zu, dass man Handlungen macht, dass eben ein Erstereignis niemals zu Folgeauslösung kommt. Aber offenkundig ist entweder falsch gerechnet worden, man hat die falschen Situationen hinterlegt, das Ganze war nicht N-1 sicher oder eben diese Störung hier, dass in dieser Schaltanlage so eine Sammelschiene sich öffnet, war eben nicht als N-1 Fall hinterlegt. Und am Ende, dadurch, dass der sich dann auf quasi zwei rein- und zwei rausgehende Leitungen ausgewirkt hat, war das natürlich schon ein heftiges Ereignis für dieses Netz. Ja, hier ist es nochmal so dargestellt, irgendwie so aus der Vorlesung. Wir haben also so eine Doppelsammelschiene und daran kann man eben so eine Leitung entweder an die eine Sammelschiene oder an die andere Sammelschiene anschließen.
wenn man Trafo hat, den natürlich auch und dann kann man noch messen. Und hier ist eben diese Sammelschienenkupplung. Ich kann also diese beiden Sammelschienen, die jeweils für sich einen Netzknoten darstellen, wenn die getrennt sind, kann ich hier natürlich zusammenschalten und dann ist es ein Netzknoten. Und genau hierüber zwischen der einen Sammelschiene und der anderen über so eine Kupplung, da muss der Strom zu groß gewesen sein und dort wurde dann eben ausgelöst. Und es gibt natürlich mehrere Eingangs- und Ausgangsfelder, das sind eben die angeschlossenen Leitungen. Also das ist, wie gesagt, das, worüber wir hier reden in dieser Schaltanlage. Wenn wir uns das nochmal ein bisschen plakativer angucken, für alle, die das vielleicht nicht so täglich vor Augen haben, also hier rechts ist eben der Prozess. Das ist die Schaltanlage, das ist dann ein Leistungsschalter, da sind dann Sammelschienen, das sind eben dieses Gestänge, an das man halt die Leitungen schaltet. Da geht man natürlich von aus, die Leitung selber, sehr lang, ist irgendwo strombegrenzt, aber die Schaltanlage selber muss eigentlich immer eine recht hohe Stromtragfähigkeit haben. Von daher, wie gesagt, also die Frage, warum ist das überhaupt mit einem Überstromschutz ausgeschaltet und warum hat der ausgelöst, ist offen. Und dann hat man natürlich das Prozessabbild. Neudeutsch würde man natürlich digitaler Zwilling sagen. Irgendwelche Maschinenbauer reden heute von digitalen Zwillingen und Informatiker, aber so eine Netzleitwarte, die das Stromnetz überwacht, arbeitet eigentlich seit den 1960er Jahren mit dem Aufkommen der ersten Großrechner mit einem digitalen Zwilling des Netzes. Hierhinter verbirgt sich also ein mathematisches Modell, die Messwerte werden entgegengenommen. Es werden natürlich Netzsituationen auch berechnet, um jeweils dann die Stabilität und Ähnliches dort hier auch ausrechnen zu können oder irgendwelche Schalthandlungen zu planen. Und da ist jetzt die Frage, was sehen die Leute in so einer Netzleitwarte? Und das ist natürlich etwas, wenn wir uns das gesamte europäische Netz angucken, dann gibt es eben nicht eine Netzleitwarte, sondern es gibt eben mehrere Netzleitwarten. Amprion hier in unserer Region, die gucken auf ihr Amprion-Netz plus einer gewissen Umgebung. Die gucken auch noch bis Frankreich, die gucken auch noch bis Polen, die gucken auch auf Gesamtdeutschland, können aber nicht überall schalten. Wird es in Kroatien eine Netzleitwarte geben? Die gucken auf Kroatien und auf die Nachbarländer. Aber Amprion guckt natürlich nicht auf das Netz bis Kroatien, weil das wäre dann viel zu groß, viel zu unübersichtlich. Also dieses Ursprungsereignis, dass da gerade irgendwo eine Schutzauslösung war, bekommen natürlich die Schaltanlagen woanders nicht. Was die aber mitbekommen, ist, dass auf einmal die Frequenz runtergeht oder dass bestimmte Leistungsflüsse sich stark verändern. Dann sehen die, oh, es ist irgendetwas passiert. Und dann müssen die Personen entscheiden, ist das, was passiert ist, in ihrem eigenen Bereich, merken die, offenkundig vielleicht keine Störung, aber die andere Frage ist, kann man gegenüber die Störung, die irgendwo im System ist, irgendetwas tun? Hat das irgendwelche Konsequenzen? Muss die Leitwarte selber handeln? Und wenn die zunächst mal merken, oh, die Störung geht nicht von mir selber aus, dann warten die erstmal ab, was passiert und analysieren und gucken. Und dann gibt es irgendwann auch Telefonschaltungen, wo sich die Leitwarten dann miteinander über Telefon quasi in einer Ad-hoc-Telefonkonferenz zusammenfinden und bestimmte große koordinierende Leitwarten sich miteinander unterhalten und irgendeiner sagt, oh, das Problem kommt aus dieser oder jener Ecke. Da ist man also dann in einem manuellen Prozess, aber dieser manuelle Prozess, da liegt man natürlich im mehrere Minuten-Bereich, aber kurzfristig passiert eben viel schneller etwas, Ursprungsereignis nach ein paar Sekunden, teilweise schon Folgeereignisse und wenn das dann noch schneller abrauscht, dann ist schon alles dunkel, bis die miteinander telefonieren, ist man eigentlich dann schon in einer Blackout-Situation. Hier sieht man jetzt mal so diesen zeitlichen Verlauf, und zwar die Frequenzen. Wir haben in der nordwestlichen Zone, also der wir ja auch sind, war ein Frequenzabfall. Die Frequenz ging runter, hier so 250 Millihertz und hat sich dann so ein bisschen wieder eingependelt. Und wir sind hier auf einer Achse von Minuten unterwegs, 14.05 Uhr, 14.06 Uhr, 14.07 Uhr. Im südöstlichen Teil ging die Frequenz nach oben. Dann wurde irgendwas gemacht und die hat sich auch gefangen und dann irgendwann 15.04 Uhr, dann waren die Frequenzen irgendwo im Bereich wieder von 50 Hertz, jeweils mit diesen Zonen ausgeregelt und man hat dann wieder synchronisiert
und hatte dann wieder eine europäische Frequenz. Alles war wieder gut. Jetzt die Frage, was passiert, wenn man hier näher reinguckt? Was kann man auch aus diesen Werten jetzt rückwärts schließen? Was ist da passiert? Welche Ereignisse waren da? Und man sieht hier, vorher gibt es schon so ein bisschen Gezappel, da ist also auch schon irgendwo was passiert. Die Frequenz, da schwingt ein bisschen was gegeneinander und dann rauscht es richtig. So, und jetzt gibt es andere Informationsquellen. Also es gibt einerseits die Webseite netzfrequenzmessung.de. Und da werden die Daten also hinterlegt, die kann man dann auch abrufen, ist öffentlich zugänglich und da kann man sich das anschauen. Die Zeitskala hier ist um eine Stunde verschoben, weil das eine war irgendwie zentraleuropäische Zeit und das ist irgendwie eine andere Zeit, hier UTC, von daher ist es also ein Stückchen verschoben. Aber man sieht jetzt auch im Prinzip die Frequenz hier, naja, die rauscht immer, das ist völlig normal. Und dann auf einmal bricht die Frequenz ein und wir sind jetzt hier so in dem Bereich einer Stunde und dann fängt sich das wieder, dann haben wir die Resynchronisierung. Das ist also die Frequenz in unserem Bereich, also in dieser nordwestlichen Zone, die sich da gebildet hat. Im Normalfall soll die Frequenz hier so in einem Bereich plus minus 20 Millihertz sein. Die soll also recht gut ausgeregelt sein oder plus minus 50. Das ist alles ganz normal, aber auf jeden Fall in einem Bereich plus minus 200. Das ist also das, wo man sagt, da sollte die Frequenz nicht rausgehen. Auch bei größeren Kraftwerksausfällen, bei größeren Störungen sollte die innerhalb dieser plus minus 200 Millihertz bleiben. Und hier hatten wir also eine Abweichung, die daraus ein bisschen herausging. Also das war sicherlich schon mal etwas, woran man sieht, es ist durchaus auch frequenzmäßig hier ein größeres Ereignis. Aber man ist auch von irgendwelchen Unterfrequenz-Lastabschaltungen oder Ähnlichem, was man machen würde, wenn man jetzt irgendwo bei 49 Hertz landet, noch weit entfernt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was haben die Regler gemacht? Wir haben, um die Frequenz auszuregeln, ja immer als erstes kommt die Momentanreserve. Also in den rotierenden Massen der Kraftwerke ist ja Energie gespeichert. Und wenn jetzt irgendwo Leistung fehlt, dann wird das aus der Rotationsenergie genommen. Dann rotieren die langsamer und wenn die langsamer rotieren, daran ist ja die Frequenz gekoppelt, dann sinkt die Frequenz ab. Also das sieht zwar hier so aus, als würde das so schlagartig runtergehen, das ist aber ein bestimmter Gradient. Und dann kommen die Regler, dann kommt die Primärregelung, ist die Frequenz in allen Kraftwerken verteilt in Europa, die stehen unter Vertrag und die regeln dann gegen an, mehr Dampf auf die Turbine und dann fängt sich das ab. Und irgendwann kommt die Sekundärregelung, in jeder Regelzone ein Sekundärregler, der kriegt auch die Frequenz mit und der integriert dann als Integralregler das auf und führt die Frequenz wieder zurück. Und da kommt dann ein bisschen mehr, ja, ein bisschen Kohlemühlen anschmeißen bei Kohlekraftwerken und mehr Brennstoff, mehr Dampf machen und dann kann man diese Leistung hier wieder erbringen. Und irgendwann kommt die Minutenreserve, die löst dann diese Sekundärregelenergie ab. Primär- und Sekundärregelung ist wirklich ein Regler und die Minutenreserve wird manuell abgerufen durch die Leitwarten. Jetzt ist natürlich auch noch so, der Sekundärregler wirkt in den einzelnen Regelzonen, also in den einzelnen Netzgebieten, also Amprion zum Beispiel für sich. Und der soll nur dann ansprechen, wenn in der eigenen Regelzone ein Kraftwerk ausgefallen ist. Jetzt kommt aber irgendwo von außerhalb fehlt Leistung für den gesamten Bereich. Und das bedeutet, diese Sekundärregler haben das erstmal eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen, weil die Störung eben durch diesen unterbrochenen Transitfluss ist und eben nicht durch Kraftwerke in der eigenen Regelzone. Das war eigentlich schon mal schwierig, weil dadurch musste man dann eigentlich schon manuell eingreifen und sagen, oh, da fehlt Leistung, aber es ist eben nicht Kraftwerk in der eigenen Regelzone, sondern alle müssen mithelfen, um das irgendwie aufzufangen. So, und jetzt können wir das von der Zeit noch angucken und bevor wir das tun, gibt es aber eben noch weitere Informationen. Und zwar eine schöne Plattform gibt es mit sogenannten PMU, Phaser Measurement Unit Messungen. Das sind zeitsynchronisierte Zeigermessungen. Die messen also mit einem GPS-Satelliten zeitsynchronisiert an unterschiedlichen Stellen des Netzes
Und diese PMUs, die hier angebunden sind, sind an einen Server in Slowenien angebunden. Das ist eine nette kleine Firma, die also einen Server betreibt, wo also diese Daten sehr schnell gesammelt werden können. Und die werden auch öffentlich zur Verfügung gestellt. Und diese Phaser Measurement Units, die hängen im Prinzip an Steckdosen quasi. Die stehen irgendwo in Laboren, an Universitäten und sonst wo und gucken so ein bisschen bei den Netzbetreibern, was Sache ist. Aber man sieht daran, weil an jeder Steckdose kann ich die Frequenz auch messen und ich sehe auch, wenn Phasenwinkel irgendwo springen, das kann man also dort irgendwo abgreifen. Also man hat eine Zusatzinformation unabhängig von den Netzbetreibern. Die europäischen Netzbetreiber selber haben auch so ein Netz von Phaser Measurement Units, tauschen die Daten aus und sehen dann auch diese Systemdynamiken. Nur die Daten sind halt eben nicht öffentlich. Die bleiben nur in den Leitwarten. Die werden jetzt natürlich auch angeguckt zur Analyse des Störungsgeschehens. Aber wie gesagt, hier hat man eben öffentlich Zugriff drauf. So, und wenn man sich das damit anguckt, das findet man auf der Netzseite gridradar.net. Und dann kann man sich wieder anschauen, wie sieht das aus? Also die Skala immer noch um eine Stunde verschoben gegenüber der sonstigen Uhrzeit, die NSOE angegeben hat. Und hier hat man wieder diese erste Stunde hier mal eingetragen. Also Frequenz und Frequenz geht runter, schwingt ein. Primärregelung macht was, Sekundärregelung irgendwo wird dann doch aktiviert und dann regelt das Integral wieder aus. So. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann man jetzt auf diesen Zahlen abschätzen, was da passiert ist? So, und das erste ist eben dieser stationäre Endwert. Das ist die Primärregelung, die ist ein Proportionalregler und läuft in so eine stationäre Frequenzabweichung hinein. Die Primärregelung und die Lasten haben auch eine gewisse Frequenzabhängigkeit und beides zusammen kann man akkumulieren zu der sogenannten Netzleistungszahl. Das ist VN und das ist in dem gesamten N2E-Gebiet zusammengenommen 30.000 Megawatt pro Hertz. Also das bedeutet im Prinzip, dass wenn irgendwo etwas ausfällt, zum Beispiel 3.000 Megawatt, dann hätte man eine Frequenzabweichung von 100 Millihertz. Also man kann das im Prinzip dann rückrechnen. Ne? Und man kann dann eben schauen, wie viel da sozusagen passiert ist. Und hier kann man natürlich schauen, dass diese stationäre Frequenzabweichung, das sind also ungefähr 150 Millihertz. Und das bedeutet, hier fehlen eigentlich 4500 Megawatt. Zumindest mal so überschlagsmäßig, wenn man mit dieser Zahl für das gesamte Gebiet reingeht. Jetzt ist hier das System aber schon auseinandergefallen. Das bedeutet, für den nordwestlichen Teil haben wir vielleicht nur 20.000 Megawatt pro Hertz. Also würde man hier rückwärts rechnen und sagen, hier sind 3.000 MW an Regelleistung quasi abgerufen worden. Und das ist auch eigentlich die Regelleistung, die im gesamten Gebiet in Summe nur zur Verfügung steht. Also man hält 3.000 Megawatt Regelleistung vor, weil man sagt, größte Kernkraftwerksblock hat irgendwie 1200, 1500 MW. Wenn zwei Stück davon ausfallen, dafür halten wir Regelleistung vor. Und das bedeutet im Prinzip, dass man hier, also mit dem hier quasi auch am Anschlag war, wenn man sich nur diese Zahlen hier betrachtet. Jetzt weiß man aber mittlerweile, das wusste ich am Anfang noch nicht, dass es aber noch schnelle Lastabschaltung gegeben hat. Und zwar ergänzend zur Primärregelung hat es hier aufgrund dieses sehr schnellen Frequenzabfalls und dieses sehr weiten Frequenzabfalls, gerade am Anfang auf 250 Millihertz, da gibt es dann noch, gibt es in einigen Ländern spezielle Unterfrequenz-Lastabschaltungen, die aber nicht bei sehr niedrigen Frequenzen reagieren, sondern die zusätzlich bei einem schnellen Gradienten hier irgendwo reagieren. Und diese Kombination schneller Gradient plus tiefen Wert haben in Frankreich und Italien nochmal 1,7 Gigawatt abgeschaltet. Und dann gibt es noch die Hochspannungsgleichstromübertragung, die Seekabel, einer aus den nordischen Ländern und einmal aus Großbritannien. Die haben in Summe auch nochmal ungefähr 500 Megawatt abgeschaltet. Und dann kam im Prinzip, um dieses Leistungsdefizit, wie groß es auch immer gewesen sein mag, zu decken, kann man also schon sagen, mit dieser Abschaltung plus den vielleicht
in der verbleibenden Zone 2.500 Megawatt Regelleistung zusammen, hat es irgendwie ausgereicht, um die Frequenz zu fangen. Man war aber wohl durchaus an der Grenze. Man weiß mittlerweile, dass dieser Leistungsfluss von Ost nach West, der über diesen Split herüberging, bis also irgendwie 5.500, 6.000 Megawatt groß war. Also das Ereignis, die Leistung, die plötzlich in dem nordwestlichen Gebiet fehlte, war also durchaus noch größer als das, was ich jetzt hier so abgeschätzt habe. Aber wie gesagt, in Kombination Primärregelleistung plus Lastabschaltung, die hier ganz vorne wohl erfolgt ist, hat das wirklich das System gerettet, hat das hier irgendwo gefangen und von daher hat das erstmal recht gut funktioniert. So, jetzt können wir uns die Zeitskala dann nochmal ein bisschen anders angucken und können sagen, naja gut, wie ist das dann mit der Sekundärregelung? Warum ging das hier nicht so weiter? Und zwar das Erste, was man feststellt, dass so ein Sekundärregler, ja, normalerweise reagiert der auch schon ganz von Anfang an, der integriert hoch, aber bis dann wirklich die Kraftwerke dann angelaufen sind, dauert das halt ein paar Sekunden. Aber der sollte auch vielleicht nach 30 Sekunden, vielleicht nach einer Minute sollte man das eigentlich schon sehen. Aber hier reagiert das erst nach 4 Minuten. Und das ist eben etwas, wie vorhin schon gesagt, ein Sekundärregler achtet auf Ausfälle in der eigenen Regelzone. In den eigenen Regelzonen jeweils war aber nichts, sondern das war eben die fehlende Leistung von außerhalb. Und das bedeutet halt, dass diese Sekundärregler erstmal gar nicht so ganz richtig reagiert haben. Einige vielleicht schon, je nachdem, die mit einem Import gerechnet haben, der plötzlich wegfiel oder so, aber andere vielleicht gar nicht. Zum Beispiel Amprion, wenn der Flüsse rein und raus gehen und dann auf einmal weniger rein und weniger rausgeht, weil das so Transitflüsse sind, dann merkt der Sekundärregler das eigentlich gar nicht oder sollte da gar nicht drauf reagieren. So, und deshalb hat das eben relativ lange gedauert, bis hier was passierte. Man hatte hier eine Telefonkonferenz, hat sich kurz irgendwie abgesprochen um diese Zeit und hat vielleicht einen gewissen Teil dann einfach manuell aktiviert und dann hat das eigentlich auch schön ausgeregelt und die Ausregelung soll dann normalerweise über 15 Minuten irgendwie auch stattfinden und das hat dann hier auch ganz gut funktioniert. Aber man sieht hieran, dass hier vermutlich wirklich auch noch ein manueller Eingriff notwendig war, der aber dann planmäßig als Notfallmaßnahme erfolgt ist und der das ja auch gerettet. Jetzt können wir dann noch weiter reinzoomen. Jetzt haben wir also hier die Skala jetzt 5 Minuten und hier gleich nochmal 30 Sekunden. Und jetzt sieht man hier schon so ein bisschen an unterschiedlichen Messstationen. Wir haben hier also eine Messstation hier in Rot. Da sieht das so ein bisschen anders aus. Das ist irgendwie Rumänien, das ist also auf der anderen Seite dieser Insel und da merkt man irgendwo, naja, da läuft das irgendwie auseinander, da schwingt irgendetwas, also da gibt es irgendwelche Dinge, die hier passieren. Und man sieht auch, dass vielleicht gerade das, was in Rumänien da schon passiert, dass also irgendwo da zwischen Rumänien und dem Rest von Europa offenkundig da irgendwas passiert ist, weil es hier schon irgend so ein Gezappel gibt. Und das hat vielleicht hier vorne schon angefangen. Und vielleicht kam hier ein Folgeereignis und selbst da passierte etwas, bevor es dann wirklich abgerauscht ist. Also es könnten durchaus auch 3 Ereignisse in Folge sein. Und die Frage ist eben, was war jetzt wirklich das Erste und was hat daraus gefolgt? Kann man da also noch ein bisschen wieder reinzoomen? So, wenn man jetzt noch weiter reinzoomt, dann sieht man im Prinzip, vielleicht ist vorher schon was passiert. Das war vielleicht schon das Folgeereignis. Hier am Anfang, wo ich es noch nicht wusste, gesagt, das ist vielleicht ein Folgeereignis aus Osteuropa, aber das ist vermutlich dann schon diese Schaltung dann in Kroatien. Das war also irgendwas, was also dieses Anfangsereignis war. Möglicherweise gab es aber noch ein Triggerereignis davor und das war dann wirklich schon die Folge. Das war dann dieser Split der Schaltanlage. Also diese Sammelschienenkupplung, die geöffnet hat. Und dann hat es die anderen Leitungen, die parallel dazu war, auseinandergerissen. Und dann ging die Frequenz wirklich runter, weil dann war erst dieser System Split perfekt. Und inzwischen liegen ja also dann durchaus auch nochmal irgendwo mehrere Sekunden. So, hier fehlt irgendwo mal ein Messwert, deshalb geht das hier so rüber. Ja, und man sieht eben auch, dass wir gar nicht eine Frequenz haben. Dachte man, wir haben die 50 Hertz im gesamten System,
Aber die einzelnen Regionen und Kraftwerke schwingen ja auch immer so ein bisschen gegeneinander. Und deshalb haben die zwar im Durchschnitt hier eine Frequenz, einen Mittelwert, aber die einzelnen Regionen haben immer noch mal so überlagerte Schwingungen. Da muss man natürlich auch immer aufpassen, dass die Schwingungen nicht dann zu groß werden und das alles aus der Tritt. Hier sind wir also bei 30 Sekunden. Und hier sieht man natürlich auch, dass die Frequenz eben nicht schlagartig abrauscht, sondern dass das durchaus ein bestimmter Gradient ist, den man natürlich messen kann, auf den dann eben Gradient plus Minimum eben diese Lastabschaltung in Frankreich auch reagiert. So, jetzt sieht man an diesen Phaser Measurement Units, sieht man eben auch noch Phasenwinkelsprünge. Jetzt weiß man nur nicht, wo diese Anlagen installiert sind. Phasenwinkelsprung bekomme ich natürlich immer, wenn ich im Netz irgendetwas umschalte. Kann irgendeine Umschaltung gewesen sein. Und deshalb ist hier zum Beispiel ein erster Phasensprung, der sich hier irgendwo ergibt. Das kann ein Ereignis sein, das kann eine Schaltung sein, das weiß man jetzt nicht. Das war schon mal 50 Sekunden vor dem Frequenzabfall. Und dann war vermutlich dieses hier, dieses erste Ereignis, also die Trennung der Sammelschiene, das, wo man jetzt sagt, das war das auslösende Ereignis. Aber wie gesagt, die Analyse später, was ich jetzt überhaupt nicht weiß, wird möglicherweise zeigen, dass vorab noch irgendwas passiert ist und dass deshalb der Strom über diese Sammelschiene zu groß war und es deshalb dann zu einem Folgeereignis geführt hat. Aber dann würde man natürlich sagen, das System war mit dem, was hier vorne vielleicht passiert ist, als Erstauslösung offenkundig noch nicht N-1 sicher, weil es ist hier ein Folgeereignis passiert. Dann wäre wieder die Frage, warum ist das nicht in der Netzsicherheitsrechnung drin gewesen? Vielleicht hatte man diese Sammelschienenkupplung, diesen Überstromschutz dort einfach nicht gekannt und dort irgendwie nicht berücksichtigen können, was auch immer. So. Also, das müsste vermutlich diese Sammelschienentrennung gewesen sein. Dann gab es irgendwie ein Folgeereignis und dann war der Split perfekt. Dann sind die also alle parallelen Leitungen relativ gleichzeitig mit hier so ein paar Sekunden Verzögerung dann rausgehauen. Das sieht man also dann hier ganz hübsch, wie das System dann auch wieder asynchron wird. Ja. Das sind so die Dinge, die man aus öffentlichen Quellen weiß. Die erste Frage war eben, war die Regelung richtig parametriert und hat sie funktioniert? Bezüglich der Frequenz, ja, aber es hat eben auch Lastabschaltung gegeben zusätzlich. Also die Dimensionierung der Regelung hat hier nicht ausgereicht, aber aufgrund eben dieser Lastabschaltung Frankreich und Italien, die spezielle Lasten aber für diesen Fall auch unter Vertrag haben, hat das gut funktioniert und bezüglich Sekundärregelung hat es eben auch noch manuelle Eingriffe wohl gegeben, die man aber dann, nachdem die Primärregelung irgendwo das abgefangen hat und die Lastabschaltung, man dann auch noch ein bisschen Zeit hatte, um das wirklich zu aktivieren. So, dann eben die Fragen, die ich gerade schon hatte, wieso hat der Überstromschutz überhaupt ausgelöst? Wieso war da überhaupt ein Überstromschutz? Andere Länder haben das nicht. Gut, es gibt vielleicht einen Grund für, weiß ich gerade nicht. Wieso war das Netz offenkundig nicht N-1 sicher? Und die Frage eben, was haben diese Regional Security Coordinators, also diese Sicherheitszentren, die die Netzsicherheitsrechnung machen, übergeordnet für mehrere Netzbetreiber, was haben die geplant? Was haben die gesehen für diesen Zustand? Warum haben die nicht irgendwo das ganze N-1 sicher? Warum war das in deren Berechnung nicht drin? Das sind jetzt sicherlich Fragen, die müssen jetzt geklärt werden in dem Abschlussbericht, damit man daraus natürlich auch lernt und das besser macht. Ja, und die Frage ist eben auch, wie nah waren wir an einem europäischen Blackout, beziehungsweise die einzelnen Teilsysteme? Das ist natürlich auch immer durchaus eine Frage, die man stellen kann, die mir gestellt wurde. Hier muss man natürlich sagen, es war durchaus ein größeres Ereignis. Es ist gut ausgegangen. Es haben alle Reißleinen funktioniert. Die Netzbetreiber waren gut koordiniert. Und dafür, dass es doch eben auch eine größere Störung war, hat das zunächst mal eigentlich funktioniert. Also irgendwo im Bereich Rumänien ist also ein bisschen Strom ausgefallen, aber das war örtlich sehr begrenzt und im Rest hat es ja nicht zu Versorgungsunterbrechungen.
Ja, und damit sind wir natürlich dann immer auch bei der Frage, wie anfangs schon gesagt, wie kritisch wird es in Zukunft eigentlich sein bei weniger Kraftwerken und mehr erneuerbaren Energien? Sieht das dann immer so aus? Wird das alles irgendwie schwierig? Und da bin ich eigentlich bei dem Punkt, wo ich noch kurz darauf eingehen will, auf Systemdienstleistungen. Systemdienstleistung ist ja alles das, was man erbringen muss, um dieses gesamte System stabil zu halten. Spannungsblindleistungsregelung, Frequenzregelung, Wirkleistungsregelung und so weiter. Und die Zukunft ist natürlich immer schwierig. Da guckt man gerne dann in die Glaskugel, die ich immer gerne auf Folien habe. Und dann kommen am Ende so Studien raus. Zum Beispiel hier die EF Ruhr GmbH, befreundete Firma hier in Dortmund, hat eine Studie zum Thema Systemdienstleistungen gemacht für die DENA, die Deutsche Energieagentur. Da gibt es so eine Plattform zum Thema Systemdienstleistungen, Systemsicherheit 2050, dass man mal guckt, was kommt auf uns zu und besteht eben Handlungsbedarf. Weil das Ziel ist natürlich, wir brauchen Robustheit des Gesamtsystems. Wir haben aber natürlich eine probabilistische, eine irgendwie unsichere Zukunft. Wir haben einen bestimmten Transformationspfad, aber das Ziel ist natürlich immer ein technisch lauffähiges Gesamtsystem. Ja, und da kommen so unterschiedliche Dinge raus. Also wenn man sich diese Systemdienstleistungen anguckt, dann gibt es halt langsame bis hin zu schnellen oder beim zusammengebrochen ist Schwarzfall der Wiederversorgung, um das mal auf so einer Skala zu zeigen. Oder rechts dann nochmal eine andere Skala und dann eben die unterschiedlichen Dinge. Wir haben also die Netzbetriebsführung, die Leitwarten ist durchaus eine Systemdienstleistung und das Engpassmanagement. Wenn also irgendwo Engpässe sind, greift man in die Kraftwerke ein, das sogenannte Redispatch wird weiterentwickelt. Die statische Spannungsregelung, dynamische Blindleistungsregelung, Kurzschlussstrom, auch das sind alles Systemdienstleistungen, bis hin zum Beispiel eben Inselbetriebsfähigkeit. Wenn irgendwo etwas ist, welche Inseln, Netzinseln können dann selber weiterlaufen? Oder wenn alles zusammengebrochen ist, die Schwarzstartfähigkeit. Welche Kraftwerke kann ich noch einschalten, die also wirklich auch hochfahren, ohne dass das Stromnetz da ist, von denen man aus wiederversorgen kann? Und das ist natürlich schon eine Sache. Heute sind das die großen Kraftwerke. Bestimmte große Kraftwerke kann man erst mit Diesel und dann haben die Strom für ihre Steuerung und dann fahren die langsam wieder an. Aber wie sieht sowas in Zukunft aus bei erneuerbaren Energien? Ich habe so eine fluktuierende Photovoltaikanlage. Kann ich von der ausgehend ein Netz wieder aufbauen? Ohne weiteres erstmal nicht. Das sind natürlich Fragen. Und dann eben im Bereich Frequenzregelung, Regelenergie, das, was wir jetzt hier gesehen haben, ist natürlich auch eine Frage. Erneuerbare Energien müssen dann natürlich zu Primär- und Sekundärregelung und allem in irgendeiner Form beitragen, weil irgendwo muss ich natürlich dieses Leistungsgewicht wieder ausgleichen. Und nicht zuletzt die Trägheit, weil die Trägheit der rotierenden Massen der Kraftwerke ist natürlich das, was diesen Gradienten begrenzt und damit auch so diesen Minimalpunkt der Frequenzabweichung bestimmt. Und da ist natürlich die Frage, wenn die konventionellen Kraftwerke wegfallen, wo kommt in Zukunft diese Trägheit her? In all diesen Bereichen muss man sich überlegen, wie gestaltet man das in Zukunft aus? Ja, und da ist eben gerade in dem Bereich Frequenzregelung, Momentanreserve, da kann man eben feststellen, dass diese inhärente frequenzstabilisierende Systemeigenschaft von Momentanreserve nimmt natürlich drastisch ab mit weniger Kraftwerken. Dann hat man hier so dieses Standardbild aus der Vorlesung, Frequenz rauscht ab, geht tiefer runter und das wird dann eben herauskommen. Da gibt es einfach zwei Betrachtungsweisen. Der normative Ausfall, dass man sagt, da fällt Leistung weg innerhalb des gesamten Verbundsystems, dann wird dieses Frequenzminimum sicherlich kritisch. Momentanreserve wird dann stark zeitabhängig sein, denn wenn viel Wind weht, viel Sonne scheint, wenig Kraftwerke am Netz sind, dann ist das eben kritischer, als wenn zu anderen Zeiten vielleicht dann noch Gaskraftwerke im Betrieb sind in Zukunft. Aber man kann durch eine schnelle Leistungsregelung, durch Speicher, durch ähnliche Dinge durchaus dem entgegenwirken. Und insgesamt kriegt man das mit umrichterbasierten Anlagen hin gegenüber diesen normativen Ausfällen, weil man auch durchaus von ausgeht, dass immer noch eine gewisse rotierende Masse am Netz sein wird. Was aber kritisch sein wird, und das sind eben genau diese System-Split-Szenarien, weil die Frage ist, und hier das, was hier bunt ist, das war mal die
Eon-Störung, als ich vor Jahren da irgendwie 2006 oder wann das war, das europäische Netz mal in drei Inseln zerlegt hatte. Da ist natürlich dann auch die Frage, was ist dann in so einer Insel noch übrig? Wenn man sich vorstellt, man hat angenommen eine bestimmte Region, Dänemark, Norddeutschland mit sehr, sehr viel Windenergie, Offshore-Wind. Von da aus wird in andere Richtungen exportiert und jetzt zerreißt es das Netz und dann bleibt so eine Insel übrig, in der überhaupt kein Kraftwerk mehr ist, überhaupt keine rotierende Masse, gar keine echte Momentanreserve, dann wird man ein sehr kritisches Frequenzverhalten bekommen und das wird man sicherlich angehen müssen und das sind jetzt Diskussionen, die also sicherlich Forschungseinrichtungen mit Netzbetreibern und so weiter führen, zu sagen, wie muss man das dann bereitstellen und steuern. Also das ist durchaus eine Herausforderung. Und dann immer natürlich die Frage, wir haben das Übertragungsnetz, ja jetzt die oberste Netzebene diskutiert, wie viel dieser Dienstleistung kommt aus unteren Ebenen, weil in den unteren Ebenen sind natürlich die großen Windparks, die PV-Parks und die Speicher und die Elektroautos und wie auch immer. Und wie viel können untere Ebenen dann dazu beitragen, Spannungsregelung, Frequenzregelung zu machen, irgendwelchen Fahrplänen zu folgen oder am Ende vielleicht dann auch dann diese Inselbetriebsfähigkeit, dass die unterlagerten Netzebenen in Inseln gehen oder von sich aus schwarzstartfähig sind oder sich quasi gegenüber dem Übertragungsnetz so verhalten, vielleicht wie ein Kraftwerk. Das sind große Herausforderungen, die da auf uns zukommen, die man lösen muss, weil einfach mehr und mehr in diesen unteren Netzebenen passiert. Und da gibt es eben eine ganze Reihe. Die Systemdienstleistungsbeschaffung wird unterschiedlich sein. Man muss in jeder Ebene natürlich erstmal die Netzrestriktionen hier einhalten, bevor es auf die Ebene drüber geht. Der zeitliche Abruf und die Zuverlässigkeit, die Informations- und Kommunikationstechnik müssen geklärt sein. Dann ist man bei hier sowas zum Stichwort VDE, ETG, Studie zum zellularen Ansatz. Wie kann ich so eine unterlagerte Zelle sicher betreiben, damit, wenn da oben eine Störung ist, ich untenrum vielleicht weiter versorge? Das sind sicherlich Dinge, da kann man sich noch ganz gut dran abarbeiten und da laufen auch eine ganze Reihe an Promotionen zu. Mindestens einer, der hier zuhört, der weiß, wovon ich rede. Ja, was haben wir an Herausforderungen? Das nochmal kurz zusammenzufassen. Also grundsätzlich haben wir eigentlich eine sehr gute Koordination im Störungsfall bei unerwarteten Ereignissen, aber eben hier auch im Gesamtsystem, auch wenn wirklich ein unerwartetes ist oder eben ein extremes Ereignis, haben wir durch die Koordination das eigentlich noch ganz gut hinbekommen. Aber was man eben in Zukunft berücksichtigen muss, dass für diese System-Split-Sachen, da muss man die Auslegung der Systemdienstleistung Momentanreserve, Frequenzregelung und so weiter wirklich berücksichtigen. Und dazu muss man natürlich gucken, welche System Splits können passieren, weil all diese Dinge kann man ja auch schlecht voraussehen. Man muss sich dann irgendwo überlegen, in wie vielen Regionen kann das wohl zerfallen, das Netz? Wo sind große Übertragungskorridore? Wo wird viel Leistung ausgetauscht? Langfristig werden diese Systemdienstleistungen zwischen den Netzebenen unter Zuhilfenahme der Informations- und Kommunikationstechnik erschließbar gemacht werden müssen. Und am Ende ist es sicherlich so, dass für diese Flexibilitätserbringung und für Systemdienstleistungen, da müssen alle irgendwo mitmachen. Das werden Speicher sein, das werden gesteuerte Lasten sein, Lademanagement für Elektroautos auf der untersten Ebene, Windparks, die an irgendeine gewisse Regelfähigkeit noch haben müssen und so weiter. Und das eben für die Systemdienstleistung, aber eben auch Redispatch, also für Engpassbehebung im Netz. So, das war eine Menge an Informationen. Ich hoffe, ich habe sie nicht abgehängt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Rethans. Vielen Dank für Ihre Gerne. Zeit. Und vielen Dank allen Zuschauern und wünsche euch allen einen schönen Abend und bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss. Ich wünsche auch allen alles Gute. Hat Spaß gemacht. Schönen Abend noch.